So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Heute ist ja einiges passiert, war recht volatil. Gold und Silber hat es dementsprechend nach unten gerissen. Und der DAX konnte eben dann auch nicht mehr seine Hochs halten. Aber zuerst der Reihe nach. Da fangen wir beim DAX an. Diese Marke hier von 10.142 habe ich noch heute Morgen benannt. Ja, da ist dann zwar nicht ganz hingelaufen mehr der DAX, aber ja, 20 Punkte hin oder her. War jedenfalls noch eine Marke, wo der DAX dann drehen konnte, überhaupt im Anbetracht, dass eben der Dow und die Nasdaq nicht mehr mitliefen. Schauen wir kurz das im Tageschart an. Ja, hält sich heute zum ersten Mal über dem Rainbow auf den ganzen Tag. Aber nachbörslich hat sich die Lage noch mal ein bisschen wieder verschlechtert. Deswegen darf man morgen gespannt sein, wenn ich was ich jetzt hier gerade sehe, ja, da ist es dann wirklich hier das Tief vom 14.12. ja exakt angelaufen worden. Aber die zwei Charts sind eben leicht unterschiedlich. Der eine besteht schon sehr lange und der andere ist 2 Wochen alt. Da habe ich also die Marken etwas anders hingelegt. Aber nichtsdestotrotz war eben dann eine beziehungsweise die Marke eben dann entscheiden. Was haben wir hier? Hier dürfte, glaube ich, das Dow Jones Setup liegen. Wenn es jetzt hier nicht öffnet, dann können wir das Dow Jones Setup auch hier starten, den Chart. Ja, was soll man sagen? Endlich läuft jetzt der Markt nach unten. Kurzzeitig lag man noch 60 Punkte minus. Aktuell liegen wir 80, 90 Punkte im Plus. Also langsam entwickelt sich das als einen guten Trade. Der Schluss bzw. der Stopp werde ich ja dementsprechend senken morgen und auch einen Teilverkauf wahrscheinlich tätigen. Natürlich das absolut Bullischste wäre, er wird jetzt direkt hier an der Linie, die ist auch schon länger eingezeichnet, eben nach oben abprallen. Aber ich möchte jetzt am Abend, kurz vor 21 Uhr, eben kein Verkauf tätigen, weil eben nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben. Aber sei es drum, hier ist man jetzt eben auch ins Plus gekommen. Kommen wir gleich zu dem Setup, was nicht lief. Dieses Pfund gegen US-Dollar, zack, lief leider in den Stopp rein. 70, 75 Pips minus. Hier das australische Dollar, US-Dollar Setup kommt schön runter. Hier wird vielleicht noch vor meinem Urlaub noch was gemacht, beziehungsweise ein Limit wird noch spätestens am Wochenende dann gesetzt, außer es kommt was dazwischen, aber es ist geplant, dass ich noch vor meinem Urlaub eben ein wie üblich ein Wochenendvideo noch online stelle, aber nur für die alten, beziehungsweise für die laufenden Positionen. Dann kommen wir noch zum Fresenius, hat man ja den Stopp hochgesetzt. So, und dann war ja immer wieder im Gespräch, Silber dann mehr oder weniger ein blinder Kauf, wenn es nochmal runterkommt an die Marke von 15,50. Hier lief er jetzt, als ich es bemerkt habe, beziehungsweise ich es dann gut fand, hier einzusteigen, lag er eben schon bei 15,40.
ist jetzt wieder auf 15,30 runter, wo wir zweimal eingestiegen sind. Und ja, ich hoffe natürlich für die Position, dass die hier über 15,20 sich halten kann. Der Stopp liegt bei 15,14, aber jedoch auf Schlusskursbasis. Also 4 Tages-Schlusskurs, na 4 Tages, 4 Stunden-Schlusskursbasis. Bei Gold gibt es ja schon wieder sehr lange das Setup und lief hier dann tatsächlich exakt an die Daily-Unterstützung hin. Gekauft wurde zwar ein Stück früher, weil ich ein bisschen zu ungeduldig war. Ja, ich wollte einfach dabei sein. Aber wie auch dem Text eben zu entnehmen ist, wird eine zweite Position hier an der 1200er Marke noch aufgenommen und dann ist es eben ein Mischkurs, der sich dann ja, sag ich mal, bei rund 2,12, 2,15 sich dann einpendeln dürfte. Das waren jetzt die Setups. Wieso ich jetzt hier nochmal, weil das ist hier eine Analyse, die auch nach zu den externen Seiten geht. Deswegen ist es heute eben zweimal aufgetaucht. Hier wollte ich sofort rein, aber um eine Analyse zu schreiben, brauche ich halt dann doch ein Stück länger. So, was noch sehr gut lief, ist hier die Chevron-Aktie, der Short. Hier habe ich das dann gesagt, ja, 93 Teilverkauf, damit man das Risiko verdient hat. Stopp auf Einstand und dann kann hier nichts passieren. Was glaube ich ausgestoppt worden ist, hier die Twitter-Aktie. Ah, die hält sich noch gerade. Das ist nämlich der Stopp bei 15,90 gewesen. Eben rund 1 Dollar hält sich noch, aber unabhängig davon, dass es jetzt runterging, habe ich auch in den letzten Videos gesagt, da es muss was kommen, aber natürlich eigentlich in die andere Richtung. Jetzt wird sich das Setup wahrscheinlich in Luft auflösen. Gut, Morphosis. Dann noch ja, ist hier ein bisschen schon wieder abgeprallt. Stopp bleibt da. Hat man Gewinne mitnehmen können, da passiert nichts mehr. Und ja, das war's. Leider eben das Pfund US-Dollar ins Minus gerutscht, beziehungsweise ja schon ausgestoppt. Bei den anderen bin ich überhaupt auch bei Silber, auch wenn es jetzt hier ein neues Tagestief dann macht. Achso, das ist das andere Setup. Das ist ja nicht das Richtige. Das liegt hier. Ja, auch wenn es jetzt hier ein neues Tagestief macht. Ich bin da hier ob schon optimistisch, dass es eben hält auf Schlusskursbasis. Sonst muss man eben nochmal einsteigen, was ja nach den gewaltigen Gewinnen eigentlich kein Problem darstellen sollte, wenn man jetzt hier 300 Pips verliert. Natürlich ärgerlich, aber verkraftbar. Danke fürs Zuhören. Dann bis morgen.